anlässlich des World Hijab Days, der am 1. Februar zum 9. Mal stattfindet. Die Muslima Nasma Khan, die mittlerweile in New York lebt, hat den Tag damals ins Leben gerufen. Er soll ein Tag sein, an dem Frauen weltweit den Hijab ausprobieren können und an dem man sich solidarisch zeigt mit Muslima, die eben Kopftuch tragen. Wir persönlich sind gegen den World Hijab Day, weil es einfach ein Zeichen der Islamisierung darstellt und weil man auch gerade Frauen, die nach wie vor in muslimischen Ländern leben, mit deren Rechte, deren Frauenrechte mit Füßen tritt, indem man an dem Tag sagt, wir tragen das Kopftuch in westlichen Ländern, wo es kein Problem ist, wo es kein Problem gibt mit der Unterdrückung der Frau, während andere Frauen in Saudi-Arabien und anderen arabischen Ländern stark damit zu kämpfen haben und Tag für Tag Probleme deswegen erfahren, Diskriminierung deswegen erfahren, weil sie sich dafür entschieden haben, das Kopftuch abzulegen. Durch den World Hijab Day, an dem auch westliche Frauen ein Kopftuch ausprobieren sollen, wird die Unterdrückung der Frau romantisiert und unsere freiheitlich-westlichen Werte werden mit Füßen getreten. Außerdem wird einer gewaltbereiten, frauenfeindlichen Religion Tür und Tor geöffnet. Vor kurzem gab es bei Datteltäter, einem Funkformat, das eben durch GEZ-Gebühren finanziert wird, einen Beitrag von drei Musliminnen, die in diesem Beitrag eben romantisierten, wie das Kopftuch richtig getragen wird, wie man den Hijab richtig aufsetzt. Und das ist eigentlich etwas, was den Feminismus, die Frauenrechtsbewegung mit Füßen tritt, weil so getan wird, als sei es ein feministischer Akt, sich dafür zu entscheiden, ein Kopftuch zu tragen. Und ein Kopftuch ist eben kein Zeichen von Freiheit und freier Entscheidung, sondern eben ein Zeichen von Unterdrückung. Und es ist auch nicht gleichzusetzen mit irgendeinem anderen Kleidungsstück, was man sich anziehen könnte.